Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon mit mir, Wigman. Beim letzten Mal waren wir schon erfolgreich, haben Cash Money gemacht und konnten somit ein paar unserer Freunde ausrüsten. Wie zum Beispiel Bernie, Willoughby, Hulk und Jafar. Fehlt jemand? Nein, das waren glaube ich alle. Die ich dann alle auf 4-4 gebracht habe. Und noch ein wenig was bei den Fähigkeiten verbessert habe. So, wenn man uns aber jetzt mal hier umschauen, nur Botin und Gertrud müssten noch auf 3 gebracht werden, was sie noch nicht können. Doch ich meine, bei Botin würde es gehen. Ja, bei Botin würde es gehen, bei Gertrud aber noch nicht. Aber ist nicht so schlimm. Der Fokus sollte jetzt etwas weiter hier oben liegen. Tja, was machen wir? Was machen wir? Das lächelt mich an. Verdammt! Ich hasse es. Also es gibt die Sachen, wo man 3 Sachen mitnimmt. Einen Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Egal. Aber es gibt 2 Sachen, die ich gar nicht leiden kann. Das eine ist, Sachen zu sammeln. Das andere ist, Sachen mitzunehmen, um Sachen auszulöschen. Wie zum Beispiel, ich habe hier gerade kein Beispiel. Aber zum Beispiel, läutere 3 Altäre. Was weiß ich. Auf jeden Fall, mit den Sammeln ist es noch was ganz anderes. Weil bei dem Altäre läutern, wirst du ja Sachen los im Endeffekt. Das ist zwar auch blöd, weil du dann die ganzen Sachen am Anfang verpasst, aber es da ist dementsprechend blöd, weil du auf jeden Fall 3 Plätze weg hast. Deswegen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, was man jetzt überlegen könnte, wäre die Sirene, die betörende Sirene. Störe das schlafende Bösen nicht, sammle 3 Relikte des Vorfahren, selbe. Oder die Säuberung, wo wir aber selber nur 3 Leute haben, die da mit könnten. Ach, herrje, das ist gar keine gute Ausgangslage. Das heißt, wir werden uns wohl in Labyrinth oder Wald halten müssen. Den Gott der Schweine. Was soll ich dazu sagen? Ihr wisst, was ich dafür ein Fan von bin. Genau, gar keiner. Beim 16-Fünder der Briganten habe ich ehrlich gesagt auch Schiss, aber weniger. Ich würde aber am Anfang wahrscheinlich sogar eher das hier machen. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich bin ein kleiner Schisser. Können wir denn da was Gutes auf die Beine stellen? Fuck. Nicht wirklich. Das ist auch ein Problem. Wir müssen warten, bis Peroy, Booty wieder fit sind. Das heißt, wir holen uns am besten jetzt eins von denen hier und hauen hier noch Halle rein und Vitalis und den Bobo. Bobo auch. Fitzroy haben wir zwar, aber Bobo könnten wir auch reinhauen. Barnabas bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Pointel wäre eine Idee. Vitalis auf jeden Fall. Dann machen wir so. Pointel kommt mit. Barnabas. Oh, warte. Kannst du? Ja, kannst du. Mach mal so. Dann kommt Barnabas. Und Halle. So machen wir's. Mit. Haben wir schon alle abgelegt? Ja. Chance auf Tugend. Minus Stressschaden. Widerstand gegen Todesstoß. Widerstand gegen Gifthauch und Bluten, aber weniger. So sehr brauche ich das nicht. Crit, wenn auf Position 1, Heilfähigkeiten und Widerstand gegen Gifthauch. Schaut auf Betäuben, maximal LP, Nahkampffähigkeiten, aber minus 10% auf Heilfähigkeiten. Halle, benutzt deine Heilfähigkeiten? Heute nicht. Ich schaue einfach mal die Heilige Land. Nee, komm. Was soll's, ne? Was soll's?
Genau. So. Pointel. Chance auf Gifthauch. Widerstand gegen Bewegen. Chance auf Betäuben. Haben wir Be Chance auf Betäuben? Ne, die ist hier. Und Gifthauch ist auch nicht die richtige Position. Das heißt, die geht auf Damage. Fernkampf, Fernkampf, Nahkampf. Hoch. Das wollte ich nicht. Aber wir brauchen einfach nur Schaden, ne? Das ist Nahkampfschaden. Das ist Schaden. Das ist straight up Schaden. So, haben wir noch irgendwas, was Stress weniger macht? Nein, außer das Buch der Vernunft. Dann holen wir das Buch der Vernunft. So, unser nächster Kumpel bekommt die Juniors Kopf-Kombo. Widerstand. Was kannst du? Du kannst Ebola nicht. Aber Sperrfeuer, präziser Schuss und Schnellschuss. Das ist auch schon mal ganz gut. Crit, Präzision, Crit und Ausweichen minus. Aber dafür hier Ausweichen plus und 2 Geschwindigkeit. Zwar Widerstand gegen Betäuben und Bewegen minus, aber das ist okay. Dann würde ich so nämlich los. Wir packen unsere 7 Sachen. Hoffen, nee, das reicht hinten und vorne nicht. Das reicht hinten und vorne nicht. Das sag ich euch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wir müssen was verkaufen. Wir müssen was verkaufen. Ich weiß nur noch nicht, was. Ein Lebenskristall können wir ruhig verkaufen, denke ich. Ja. Ein Lebenskristall geht in Ordnung. So, dann gehen wir so los. Okay. So. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. So, wartet. Ah, ich bin so unprofessionell. So jetzt. So, jetzt war halt wichtig. Es tut mir leid. Wir gehen zuerst links lang. Oh, dich habe ich fast übersehen. Ich schütte mir einfach mal Gegengift rein, ne? Jo, greif du da mal rein. Es ist manchmal ist ein Baum nur ein Baum. So, wir haben aufragendes Ektoplasma. Das können wir sogar mehr oder weniger in Ruhe vernichten. Weil da die zwei einen Platz belegen, können die nicht wirklich anderen Schleim spawnen. Das ist gut, oder? Finde ich auch. Das heißt, wir greifen da jetzt einfach mal straight an. Und vernichten den Schleim und gucken mal, was sonst so passiert. So, wir sind hier jedoch im Wald. Und für den Wald habe ich tatsächlich zu wenig an Gegengifte eingepackt. Aber da müssen wir jetzt durch, ne? So, noch ein Opferstoß. 9, ernsthaft?
das passt. Ich habe halt gehofft, dass von denen noch jemand getroffen wird. Lüfthauchschwall. Wir widersetzen, das ist gut. Noch einmal und wir widersetzen erneut. Danke, danke dafür. Ein Deutschwurf. Für 13, das ist okay, auf jeden Fall. Dein Opferstoß. Für 14, auch das ist voll in Ordnung. Dann können wir jetzt den präzisen Schuss machen. Für 9. Gifthauchschwall. Ah, goddammit. 3 Schadenbruchen ist auch noch relativ viel. Ärgerlich. Macht es mal. Mein guter. Und ein gezielter Deutschwurf. Ja, wir haben natürlich jetzt nur 2 Gegengifte. Ganz ehrlich, was ein räudiger Scheißdreck. Okay. Da fängt es schon an. Ah, herrje, 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 Mine. Hermine? Nein. Da wir 90% aller Räume besuchen müssen. Und da ist das, was letztes Mal gut war, aber heute nicht so gut ist, es ist verzweigt. Das heißt, wir müssen Umwege gehen. Das ist nämlich das einzige Problem. Perfekt, dass ich jetzt zeigen kann, um ganz ehrlich mit euch zu sein. Trotzdem müssen wir Umwege gehen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Es könnte aber schlimmer sein. Auf jeden Fall. Greift man den Baum. Manchmal ist ein Baum nur ein Baum. Ah, goddamn, yo. So, nochmal erkunden. Ich gehe da jetzt auch einfach hin, um den Raum abzuklappern. Ja. Ah, fuck, yo. Executed with impunity. Okay, dann meinen präzisen Schuss für 13. Wow, Crits ohne Ende. Du musst gehen. Danke. Ah, er darf noch angreifen. Ätzend. Oh, er widersetzt. Das ist weniger gut. 4 bis 10. 4 bis 10. Na, dann haben wir drauf. Und Schlitz. Ja, der darf vorher. Ja, es ist natürlich jetzt mit Stress verbunden. Aber auf Vitalis ist Verlass. Schauen wir mal, was der Kadaver für uns bereithält. Viel zu viel essen, um ganz ehrlich zu sein. Aber das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, man kann nicht zu viel essen haben, aber wir haben zu viel essen, deswegen, tja. So viel dazu. So, wir gehen weiter. Wäre es klug gewesen, wenn wir vom Startpunkt aus zuerst nach oben gegangen wären? Wahrscheinlich. Das kann ich nicht verneinen. Es ist aber auch nicht schlimm, dass wir es nicht gemacht haben. Wir müssen eh nach unten. Wie weit wir jetzt nach unten gehen, eine andere Geschichte. Klar, wir hätten dann jetzt einen Raum abgeklappert, aber das hätte auch ein schlimmer Raum sein können. Also, wir wissen es nicht. Wir werden es wohl auch nie erfahren, weil ich werde wohl nicht wieder zurückgehen. Da wir sonst viel zu viel Licht verbrauchen. Wir werden jetzt also zum Raumkampf mit Kuriosität gehen. Und den anderen Raum eindeutig hinter uns lassen. Der Inhalt des Sacks gehört uns. Dann kommt jetzt ein Kampf. Ein beschissener noch dabei. Ich mach das
schnell feuer, dann ist der eine tot. Das ist ein Anfang. Dann können wir. Schwächender Fluch, da bin ich für. Da bin ich für. Aber nicht nur das. Nein, 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 nicht Mega Schleim. Kümmer dich betäubt. Ja. Gut, das heißt, wir haben jetzt eine komplette Runde. Anderthalb sogar. Um anzugreifen. 5 bis 13, 5 bis 13, 4 bis 9. Guck mal, die Hacke. Die macht 12. Okay, doch kein anderthalb Runden vielleicht. Bei einer Verletzlichkeit? Nee, das bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Opferstoß. Präziser Schuss. 4 bis 9, 4 bis 9, 1 bis 2, 5. Naja. Niederstrecken. Ba-boom, sage ich nur. Ba-fucking-boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. It's better than together. For now until forever. Nur um das mal klarzustellen. Wir machen einen Schnellschuss. Das ist in Ordnung. Aber unsere Geschwindigkeit steigt dadurch. Deswegen, das war der Hauptgrund. Den hier vorne würde ich sehr gerne sehr schnell loswerden. Daraus wird aber wahrscheinlich eh nichts. Deswegen als allererstes mache ich den hier fertig. So. Dann kann ich den betäuben. Und dann kann ich zumindest mit Vitalis und Pointel den hier hinten angreifen. Damit wir den vielleicht aus dem Weg bekommen. Danke. So, jetzt können wir weiterreden. Klar, wir werden einmal vom Riesen aufs Maul bekommen. Da können wir nichts gegen machen. Wir können ihn etwas schwächen, ja. Aber da hört es dann auch auf. So, das Niederstrecken der Feinde muss geschehen. Giftsporen. Zum Glück sind es nur die Giftsporen. Wie stark ist es denn? Ach, okay. Es könnte schlimmer sein. So. Crit. Nice. 13. Du, wir haben kein Gegengift mehr, heilst dich selber für 15. Und du versuchst ihn nochmal zu betäuben. Das hat letztes Mal ganz gut geklappt. Diesmal nicht. Und dafür bekomme ich die volle Breitseite. Hacke ins Gesicht für 24. Der präzise Schuss für 7. Okay, erst einmal. Ach, die Geschwindigkeit ist so räudig. Seine auch. Ich muss heilen. Nein! Nein! Zum Glück ist es Halle gewesen. Wir versuchen es nochmal. Eine extra Runde wäre der Hammer. Ist Hammer nicht, also ist es okay. Also ist es okay. Okay. So. Greif mal rein. Im Zelt ist nicht zu finden. Schade. Boom, 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 boom. I want you in my room. Jetzt hab ich einen Ohrwurm. So ein Scheiß aber auch. Ah, verdammt, Barnabas! Aber er widersetzt zumindest. Ah, die drei tun trotzdem weh. Jo, greif mal rein. Was haben wir da? 150. Wie folgt, passt auf. Unten rechts ist auch wieder so ein Raum, den man mitnehmen könnte, rein theoretisch. Wir sehen, da ist jetzt nichts Großartiges drin. Wir könnten also wirklich... wisst ihr, was wir machen? Allein, weil wir jetzt erkundet haben. Ich wollte gerade sagen, es ist zu gefährlich. Und Zeit... habe ich da einfach so reingegriffen? Wieso habe ich da einfach so reingegriffen? Ja, Zeit auf
Ihr wisst doch, was ich sagen will. Es kostet uns zu viel Zeit, aber ich mach's trotzdem, weil jetzt da steht, dass da nichts ist. Das heißt, wir gehen dahin, wir gehen hierhin. Erst müssen wir aber die hier loswerden. Yippie-ki-yay. Motherfucker. Schicksalshafte Heilung. So, der präzise Schuss für nur 10. Was heißt nur 10? Aber dafür, dass vorhin die ganze Zeit Crits kamen, ist es halt etwas blöd. Wenn jetzt die verwirrenden Sporen kommen. Ne, nur Gift. Es sind nur Giftsporen-Kids. Halle widersetzt dem Ganzen sogar. Niederstrecken. So, wir haben nochmal die flitzenden Dolche als Möglichkeit, den Dolchwurf. Oder die Hacke ins Gesicht. Die Hacke ins Gesicht hat einen Crit-Modifikator, Präzision und Schaden gegen gezeichnet. Ich mache die Hacke ins Gesicht. Einen präzisen Schuss. Ja, der tollwütige Ansturm. Da müssen wir durch. Halle wird geheilt für 15. Und schlägt den Hund kaputt. Sehr gut. So, jetzt kommen die Spuren der Verwirrung. Die hasse ich hier abgrundtief. Aber wir sind sehr gut weggekommen. Wir sind sehr gut weggekommen. Wir können nämlich jetzt einen Giftpfeil machen. Warum nicht? Ja, er widersetzt. Aber das ist eine Sache. Der schwächende Fluch soll. Ah, er widersetzt. Ah! Aber Crit von Vitalis. So, wir machen den betäubenden Schlag. Vielleicht klappt's. Ja, es klappt. Noch einmal dieselbe Leier. Erst Gifthauch, das hat geklappt. Dann den schwächenden Fluch. Auch der hat geklappt. Dann den präzisen Schuss. Diesmal kein Crit, aber trotzdem gut. Und jetzt können wir niederstrecken. Tot. Ba-boom. Bitch. 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 So. Wir gehen jetzt zu diesem Raum. Ja. Komm zurück und lagern. Weil das kriegen wir auch im Dunkeln hin, sage ich jetzt mal. Wir verlieren zwar die ganze Zeit jetzt etwas Gold, aber das ist in Ordnung. Deswegen habe ich die Kiste noch nicht aufgemacht. Weil wenn das Feuerholz mal weg ist, dann können wir auch nochmal Gold aufheben. Verstehe dir, das ist alles Teil des Plans. Mehr oder weniger, wenn man das einen Plan nennen kann. So. Wir essen gut. So, dann können wir. Findet nächtliche Hinterhalte. Alle Gefährten. Stress wird um 7 erhöht. Hauptsache, ich bekomme diese Hinterhalte nicht. Chance auf Erkunden finde ich geil. Alle Gefährten Heilung um 35%. Ganz ehrlich, würden wir es brauchen, würde ich es machen. Armbrust neu bespannen ist jedoch geil. Wie viel haben wir noch an Zeit? 4. So, was machen wir denn noch? Oder soll man einfach schlafen gehen? Stressschaden. Einfach weniger Stressschaden. Und dann haben wir doch bestimmt noch mal weniger Stressschaden. Ja, komm. Minus 30 Stressschaden für 4 Kämpfe. Gönner. So.
Jetzt haben wir auch wieder zwei Plätze frei im Inventar. Das heißt, wir können auch noch mal Sachen mitnehmen. Das sind zwar jetzt nicht die Sachen, die ich wollte, aber das ist auch kein Problem. Genau, mach mal auf. Ah, eine Karte, schau an. Sach ist blöß. Aha. Da oben wurde nichts angezeigt. Hier ja auch nicht komplett, also unten. Und weiter mit uns. So, hier ist eine Kuriosität. Das sehen wir. Okay, Kids. Es läuft wie folgt. Der präzise Schuss auf Madame. Annihilated. Mir fällt aber gerade auf, dass ich die zwei noch nicht getauscht habe. Das ist etwas ärgerlich. Aber nicht schlimm. Weil wir das hinbekommen. Besonders wenn der betäubende Schlag sitzt. Er sitzt nicht. Und das. Ah, es sind nur Giftsporen. Es sind nur Giftsporen. Jetzt kann ich aber den Giftpfeil nutzen. Und er widersetzt dem Ganzen. Dann kann ich den schwächenden Fluch benutzen. Critical. Und die Schwächung sitzt auch. Sporen der Verwirrung. Ärgerlichst. Oh ja, oh ja. Das ist indeed ärgerlichst. Schnellschuss. Baby. Du gehst jetzt langsam aber sicher nach vorne. Du machst eine Hacke ins Gesicht. Weil du es kannst. Du machst den präzisen Schuss für 25. Du machst nochmal den schwächenden Fluch. Ja, minus 70 Schaden. So, und dann weicht sie auch noch aus, du Bitch. Haust nochmal drauf. Dann gibt es den Opferstoß. Ja. Und den präzisen Schuss. Ah, und sie überlebt auch noch. Das gibt's doch nicht. Vitalis kriegt jetzt erstmal einen Crit ab. Wir können aber jetzt niederstrecken. Das ist ein Vorteil. So. Aber. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. So, dann tauschen wir ihr euch beiden noch. Wir könnten das Zelt einfach abfackeln. Aber ist okay. Das ist okay. So. Freunde der Sonne. So. Und unsere nächsten Gegner. Es sind nur vier Maden, Kids. Es sind nur vier Maden. Es könnte so viel schlimmer sein. Doppelcrit für den Anfang. Ein Opferstoß hier. Ein Schnellschuss da. Und Halle kommt noch nicht mal zum Einsatz. Oh Mann. Oh Mann, es hätte so viel schlimmer sein können. So, wir haben es natürlich gleich geschafft. Eine Karte. So, was haben wir denn da oben? Da ist doch noch was. Nichts. Das war's. Das ist interessant. Ah, wir gehen weiter, weil hier noch eine Kuriosität auf uns wartet. Man lässt doch nicht einfach einen Sack hier. So, der Okkultist. Barnabas darf noch einmal die Falle betätigen. Das ist ärgerlich. Aber wir gehen jetzt. Es passt, das passt.
So, Kids, was haben wir hier? Halley ist krank. Scheusal-Hasser plus 15% Schaden gegen Scheusal, minus 15% Stressschaden gegen Scheusal, Tollwut, minus 10 Präzision und plus 15% Schaden. Poantel hat Paranomanie, besessen vom Übernatürlichen und letzter Atemzug plus 1 Geschwindigkeit bei Lebenspunkte unter 50%. Barnabas hat Hagiomanie, besessen von Heiligkeit und ausweichend plus 15, plus 15, plus 5 ausweichen, plus 15 wäre übertrieben. Vitalis, geistige Stärke, minus 10% Stressschaden. So, und 3 von 4 sind sogar auf Stufe 5 hoch. In time, you will know the tragic extent. Halley, Poantel und Vitalis, um das noch kurz zu sagen. Moritz hat meditiert und den Stress um 67 verringert. Peroy hat eine Krankheit wirksam behandeln lassen, geheilte Krankheit Bandwurm. Sarah hat eine Krankheit wirksam behandeln lassen, geheilte Krankheit Darmkolik. Und Booty 2 hat eine Krankheit wirksam behandeln lassen, geheilte Krankheit zehrende Krankheit. Booty, Booty. So, Neville darf jetzt seine Tollwut behandeln lassen. Halley seine Tollwut, beide haben Tollwut. Dann gucken wir noch mal nach dem Stress, weil Booty, Barnabas und eventuell auch Zera. Barnabas reicht hier. Booty will sich nicht geißeln lassen. Zera will hier gar nicht hin, anscheinend. Was will Zera denn? Ach, Zera will nur beten oder was? Booty will auch nur beten? Im Dorf nur meditieren, meine ich. Ach, sowas aber auch. Ah, da war ich nicht, da war ich nicht vorsichtig genug. So, dann gehen wir mal ins Kloster und schauen, ob wir die Gebetshalle verbessert den Stress abbauen. Das will ich jetzt zwar nicht. 9 brauchen wir. So, dann können wir das wenigstens machen. Verringert die Behandlungskosten, Gebetshalle der Stufe 5. Ja, so reicht es selbst jetzt noch nicht. Okay. So, aber ich würde sagen, mein Name ist Eddie Winkmann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das heißt Let's Play Darkest Dungeon. Bis dahin. Ciao.